So, herzlich willkommen zum achten Let's Play von Uncharted 4. So, hier sind wir stehen geblieben und es geht los. Und so wie ihr sehen könnt, ist das Haus gut ausgestattet. Und hier fällt zuerst auf die fette Anlage. Da seht ihr auch schon, was da gerade abgespielt wird. Ich wundere mich, da steht MP3-Playlist, ja. Wo ist denn der USB-Sticker? Oder hat die eine Festplatte? Die wollten eine Festplatte Oder? gespeichert haben. Ja. Hallo erstmal, Leute. So, natürlich spielt man heute andere Dateien ab. MP3, das war mal früher, wo der Speicher knapp war. Und so. Um vor allem Platz zu sparen und dass man nicht haufenweise CDs mitschleppen musste. Dafür war MP3 gut. Damals jedenfalls. Genau, Weißt du, da damalige war Verhältnisse. mindestens Wave-Qualität oder das kleine FLAC? Also Genau. das, was eigentlich auf der CD drauf ist. Genau, diese 1 zu 1 Kopierer-Sache da. Und da seht ihr schon, was hier sonst noch ist. Eine Wasserspender, sogar mit für Warmwasser und Kaltwasser. Ich hätte natürlich blau genommen. Man, diese Da Blauen kannst du das heutzutage, messen. naja, gut, ich bin auch so ein Blauer, Ja. was das betrifft. Jo, geht. So, wir haben hier Energy Drink und Bier. Ich würde, na? Die beiden Dosen da sind meine, die mit den roten Deckel. Eine für morgen und eine für übermorgen. Da, die beiden roten Dosen mit den Deckel. Oder die vorhin da. Ja. Das sieht gut aus. Da teile ich den mit dir. Ja, die wegen Energy nehmen wir mal. Ja, die werden wir mitnehmen. Erstmal ihn. Wenn ich so glücklich sein war. Hat auch das richtig gehört. Ja. Für die Kochplatten? Jo, tatsächlich, für die Kochplatten, na klar. Ja. Okay. Guck mal, ein Spiral, ja. Ja. Und wieder. Ja. Ach, jetzt lassen wir die Energy da und wir setzen uns erstmal eine Runde. Ja, ich würde das mal gegessen. Und da hinten ist das Model. Denn sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Und hier, man hat sogar noch alle Tassen im Schrank hier. Ja, das stimmt Das kleine allerdings. auch noch. Und fällt euch da hinten beim Fernseher was auf? Da Es unten ist. links unter dem Regal. Was ganz schön ist es da. Jo, das sieht auch richtig hammergeil aus, Ja, oder? das graue da auf jeden Fall. Jo, und hier seht ihr den 4K-Player und da Retro-Technik. unten. Voll die Das ist Reden. doch mal was Schönes hier. Ja, die schöne Retro-Technik. Ja, und links ist ein Subwoofer da unten drin, dann sieht ihr den? Wo das Kabel lang geht. Dicker Zapfhofer. Und da oben. Guck mal. Dicker Ja. Zapf. Ah, nee, ist eine Kamera. Ist das. Ja, aber das ist eine der Boxen, aber. Nee, nee. Wo sind die Boxen dran eigentlich? An der Decke da oben? Also da in der Ecke drin? Nee, noch nicht. Okay. Ja, kein Dolby-Atmos. Das sind Lampen, ja. Gut, dann wird eine Soundbar am Fernseher sein, denke ich, schon angebaut und dann halt eben der Subwoofer da unten. Ja. Man sieht Ne? zwar die Marke des Fernsehers nicht, aber es ist ein Sony-Fernseher. Und da unten seht ihr die geilste Spielkonsole überhaupt. Ja. Sowas kennen die meisten noch nicht mal. Früher hat man mit Kabel gespielt. Und ihr werdet gleich ein schönes Spiel erleben, was ich früher sehr gerne gespielt habe. So, und los geht's. Das fand ich früher auch übrigens sehr, sehr gut. Fertig, okay. Hast du es geschafft? Ja. Oh. Naja, er ist wahrscheinlich zu lang oder Tippfehler, aber dafür gibt es schließlich Redakteure, stimmt's? Boah, ich Hunger. Ja. Sieht gut aus. Also, nur den Tag. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Ein typischer Tag im Paradies. Ich durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Ja? Immerhin durftest du schwimmen. War denn interessanter Müll dabei? Oh, ganz. Tolles Zeug. Wir haben einen Laster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. Sowas halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Tja, zuerst war es nur so eine brave Story über Tourismus in Bangkok. Aber ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwinkel nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schlag in die Lunge geht, sobald man aus dem Flieger steigt. Oh, was fällt dir ein? Jo, das Bild sagt schon alles. Jo. Hey. Na klar. Was? Murks ihn Wo noch bist ab, na du? klar. Nö, war ja nur berührt mit der Gabel. Hier und werde mit Gabeln gespickt. Wirklich? Was? Erzähl weiter, es war
Es war echt interessant. Oh. Ja. Und wovon handelt mein Artikel? Was? Der hier? Mhm. Verschollene Stadt Bangkok. Nehmen wir dann mal X. Es geht um, naja, die verschollene Stadt Bangkok. Nein, nicht um Bangkok. Verschollene Städte bei Bangkok. Inner- und außerhalb der Stadtgrenzen von Bangkok. Wow. Tut mir leid. Das war mutig. Das war, die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jobs gefragt. Hm? Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Hör zu, Nate. Ich finde wirklich, du solltest ihn annehmen. Hm. Weißt du was? Ich will nicht. Wirklich. Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Okay, das ist es nicht wert. Es hört sich nicht so riskant an. Hm. Okay, wenn es nur die Genehmigung Niemand. Sind, du könntest Sullivan anrufen. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Elena, 2 Jahre? Können wir bitte das Thema wechseln? Okay, ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht annimmst. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Nein, warte. Du hast gestern gespielt. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Ich habe dich spielen sehen. Klar. Man rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Ach, ehrlich? Ja, was sagst du, feiges Huhn? Bist du dabei? Oh, wow, okay, Cowboy. Jo, und da ist das schöne Stück auch. Jo. Wir spielen eine Runde Crash Bandicoot. Da ist der Computer hochgefahren. Ja, Sony Computer Entertainment. Jo. PlayStation. Ja, genau so sieht das nämlich aus. Wenn man etwas anschaltet, erwartet man, dass es... Okay, los geht's. Gibt's ein Problem? Nein, nur... wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste okay. ich. Ich hab's. Okay. So, und jetzt können wir noch anfangen. So wie ihr eben gesehen habt, hat Wake natürlich den Analogstick verwendet. Und wir können natürlich nur Steuerkreuz benutzen. Aber so sah die Grafik früher mal aus. Von dem Spiel Crash Bandicoot. Das ist auch ein Naughty Dog Klassiker. Damit ist Naughty Dog nämlich bekannt geworden. Das waren noch Zeiten gewesen. Oh, ich erinnere mich auch gerade zurück. Ja. Kindheit, ich komme! Vor 20 Jahren, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber wie man sieht, das funktioniert einwandfrei. Ja. Auch wenn es mit Steuerkreuz ist, ja? Ja. So waren die Spiele fast alle. Das mit den Analogstick kam ja erst später. Ja, das ist nämlich der DualShock 2 Controller, den wir da schon hatten. Richtig. Wir haben mit den 1er damals noch gespielt gehabt. Naja, ein paar Punkte weniger. Ja, kommt vor. Ah, die Stelle jetzt. Hm. Die Schwere kommt noch. Da, wo sich das Ding bewegt. Boah. Ich hab noch nie den Rekord geschafft hier. Wenn man den Rekord schafft, dann gibt's eine Trophäe, ja. Boah. Oh ja. Und jawohl. Erstmal. Na klar, super. Mal gucken, ob wir den Rekord geschafft haben. Ich glaube nicht, ich habe zu viele Dinger nicht gekriegt. Ah, oh, schade. Okay. Aber dafür gleich beim ersten Mal ohne zu sterben. Selber schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war so gut wie am Ziel. Hey, schmeiß mal den Controller nicht so hin. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto. Du meinst zwar, warum? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt auch einen Einfachmodus. Ich stelle dir rein. Wow. Es ist viel leichter. Weißt du, red ruhig so weiter. Wer
Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Ich warne dich. Echt jetzt, was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Hey, bist du glücklich? Ja, na klar. Und du? Echt jetzt? Komm her. So, und dann würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Let's Play dann erstmal war. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Da konnte man doch endlich mal sehen, wie damals die Konsole aussah. Am 4K-Fernseher angeschlossen und trotzdem immer noch Top-Konsole. Wir sehen uns. Bis dann. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und danke fürs Zugucken. So, und tschüss.